Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich fahre heute mal wieder ein Auto zur Probe und zwar den Peugeot E208 208 mit 50 Kilowattstunden Batterie und 100 kW Leistung, das sind 136 PS. Also ein Kleinwagen mit Sportflitzer-Ambitionen und der Wagen sieht wirklich schick aus. Also das ist ihnen echt gut gelungen. Wo ich den Wagen abgeholt habe, ist mir noch ein älterer 208 hier vorne weggefahren. Und das hat mit diesem Auto überhaupt nichts mehr zu tun. Der sieht richtig gut aus, finde ich. Es ist ihnen super schön gelungen. Und der Wagen hat die richtige Farbe. Er ist knallrot in einem super schicken Rotmetallic. Das haut echt rein. Gefällt mir und vor allem auch meiner Frau ziemlich gut, muss ich sagen. Und natürlich ist das ein Auto, es ist ein Kleinwagen und in diesem Segment ist es quasi der klassische Zweitwagen. Das heißt, nicht nur die Stadt, sondern auch mal ein paar weite Strecken müsste er schaffen. Es ist sicherlich kein Auto, um damit jetzt mit Familie und Gepäck und Hund und Kind und Kegel irgendwie nach Südfrankreich in Urlaub zu fahren. Wobei, müsste man mal drauf ankommen lassen. Jedenfalls die inneren Werte sprechen irgendwie für sich. Wie ich schon sagte, 50 Kilowattstunden Akku. Momentan wird mir 250 Kilometer Reichweite angezeigt. Der Akku ist voll. Eine Besonderheit hier dieser Anzeige ist die, dass die Reichweite nicht in Kilometern sinkt, sondern in 10 Kilometer Schritten. Das heißt, ich fahre eine ganze Weile mit 250 Kilometer und irgendwann sinkt es schlagartig auf 240 Kilometer. Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber gut, dafür sieht es einfach immer ein bisschen nach mehr aus. Offiziell soll der Wagen laut WLTP bis zu, sagt man immer, 340 Kilometer weit kommen. Und das gilt es heute wieder rauszufinden. Ich fahre nämlich auf meine Autobahnteststrecke nach Bremerhaven, wie schon gesagt. Und das sind 129 Kilometer hin und zurück. Und dann fahre ich nochmal an die Ladestation. IONITY wird nochmal bemüht, um zu gucken, ob er hier die 100 kW Ladeleistung wirklich schafft. Und das werden wir rausfinden. Deswegen wird es sehr spannend. Ich bin total heiß auf diesen Wagen. Deswegen bleibt dran. Das Interieur gefällt mir echt ziemlich gut für so einen kleinen Wagen. Ich meine, das ist hier zwar Hartplastik, aber hier wird es dann schon wieder weich. Hier haben wir so eine Carbonoptik aus Kunststoff, die aber, also hier ist es noch härter, hier ist es weicher an der Stelle. Das ist weich. Dieses 3D-Cockpit, das ist wirklich der Hammer. Also das muss man einfach mal gesehen haben. Habe ich bis jetzt noch nie gesehen und eine dreidimensionale Optik ohne 3D-Brille. Also das hat schon was, muss man sagen. Der ganze Aufbau hier und auch hier die Details mit der induktiven Ladefunktion für das Handy, was man hier dann wiederum irgendwie so hochkant stellen kann, kann ich ja mal zeigen. Also hier könnte man das Handy reinstellen und dann auch als Navi benutzen zum Beispiel oder als Mediazentrale. Und wenn man das dann hochklappt, dann flupst das Handy flupp, wieder zum Laden. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss, wir haben hier einen USB-Anschluss und wir haben hinten auf der Rücksitzbank oder an der Rücksitzbank zwei USB-Anschlüsse. Wir haben hier zwei Cupholder, wir haben hier noch ein Staufach und hier drin ist auch noch ein Fach, wo ich doch relativ, ja, fast meinen ganzen Arm rein verstecken kann. Also wenn man das hier rausnimmt, da passt doch einiges rein, würde ich sagen. Das Lenkrad ist sehr, sehr klein, oben abgeflacht und unten abgeflacht, damit man natürlich mit den Knien nicht ranstößt. Und man muss das Lenkrad doch relativ niedrig stellen, damit man über das Lenkrad rüber gucken kann. Also der Blickwinkel ist sozusagen dieser hier von meinen Augen. Sonst kann ich das Display nicht sehen. Also hier zwischen ist das ein bisschen zu schmal. Dazu müsste man das Lenkrad auch zu hoch stellen. Das würde nicht passen. Also ist das der Blickwinkel von den Augen. Deswegen ist das Lenkrad auch so klein. Das unterstreicht natürlich nochmal diesen ziemlich sportlichen Charakter dieses Autos. Hier hat man noch so ein paar Schaltwippen und hier sind Sensortasten, wo man bestimmte Dinge aktivieren kann. Fahrzeugsteuerung, Navigation, Lüftung, Mediaanlage. Telefon, was hat man hier noch? Ja, irgendwelche Apps, die es so gibt. Und jetzt geht es gleich erstmal wieder auf meine Teststrecke.
Also sehr sportlich durch diese krallenartigen Rückleuchten hier. Und Peugeot nennt ja die Vorderfront Säbelzahnoptik. Das sind also hier diese Säbelzahn-Tigerartigen LED-Leuchten. Also das sieht schon schick aus, muss man sagen. So, wir werden jetzt gleich unseren Trip starten. Da muss man ungefähr 3 Sekunden auf den Start-Stopp-Knopf drücken. Dann haben wir hier den Wahlhebel. Hier ist ein Seitenknopf, den muss man reindrücken, dann ganz nach hinten ziehen. Ich will aber auf B, weil ich die größte Rekuperation haben möchte. Aber ich will ja eigentlich rückwärts fahren, so. Dann wollen wir mal gucken. Rückfahrkamera haben wir auch. Sehr schön. So eine 3D-Ansicht hier. Angezeigte Reichweite ist jetzt 260 Kilometer. Witzigerweise 10 Kilometer mehr, als ich losgefahren bin. Das ist ja schon mal sehr positiv. Ein Auto, was je länger man fährt, immer mehr Reichweite hat. Okay, dann wollen wir mal. So, wir haben wie gesagt eine Außentemperatur von 12 Grad. Wir haben ganz leichten Regen, wir haben aber sehr starken Wind. Das macht nichts, wir werden auf der Hinfahrt ein bisschen Gegenwind haben, dafür haben wir auf der Rückfahrt dann Rückenwind. Sollte sich dann also wieder ausgleichen. Was mir gleich als erstes auffällt, ist wieder mal das Motorgeräusch vom Elektromotor. Der ist wiederum deutlich zu hören. Wir haben also beim Anfahren sowie beim Rekuperieren so ein Surren. Und was mir vorhin schon aufgefallen ist, so bei 50, 60 km/h, ein ganz hochfrequentes Piepen. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Das würde mich persönlich jetzt als Fahrer zumindest am Anfang megamäßig stören. Vielleicht sind meine Ohren dafür auch noch zu gut, aber das finde ich geht gar nicht. Aber dieses 3D-Cockpit, das ist richtig gut, ne? Also, es ist ja mal richtig abgefahren. Gefällt mir super. Ziel ist wieder, wir haben jetzt einen Kleinwagen, der ist bei 150 abgeregelt, deswegen werde ich ihn auch nicht auf 150 fahren, zumindest nur vorübergehend mal, um auszutesten. Ich werde versuchen, so zwischen 130 und 140 zu fahren mit diesem Auto. Ich denke, ein Kleinwagen, für den ist das angemessen. Auf so einer Strecke viel, viel schneller will man mit so einem Auto wahrscheinlich eh nicht unterwegs sein. Und dann schauen wir mal, wie er sich verbrauchsmäßig schlägt. Momentan sieht es noch ziemlich gut aus für die Wetterverhältnisse. Wir liegen so um die 14 Kilowattstunden. Das ist so Zoe-Niveau, würde ich mal sagen. Zumindest unsere Zoe, die hat so bei dem Wetter und der Geschwindigkeit einen ähnlichen Verbrauch. Ich fahre übrigens auch im Normalmodus, diesmal nicht Eco-Modus. Ja, Federungskomfort merkt man gleich, ist ein bisschen härter gefedert, etwas straffer abgestimmt, man könnte auch sportlich dazu sagen. Also die Bodenwellen, die merkt man schon deutlich hier. Aber jetzt bei 125 ist er sehr leise. Also die Windgeräusche sind zwar wahrnehmbar, hier gerade so am Außenspiegel, aber es ist jetzt nicht störend. Es ist auch nicht besonders laut, muss ich sagen. Und ansonsten würde ich vermuten, also das Geräuschniveau ist deutlich lauter als im EQC, aber auch nicht lauter als in meinem Tesla, aber deutlich leiser als in der Zoe. Es ist wirklich wieder witzig, jetzt steht hier 270 Kilometer Reichweite. Angefangen habe ich mit 250 Kilometer Reichweite. Und seitdem ich den Wagen vom Händler geholt habe, bin ich jetzt schon 18 Kilometer unterwegs und habe 20 Kilometer an Reichweite gewonnen. Also wenn das so weitergeht, dann gebe ich den Wagen mit vollerem Akku ab, als ich ihn abgeholt habe. Den nehmen wir den gleich mit. Ist ja ein Wunder. Wunderauto. Also das Rekuperieren, wenn ich Gas wegnehme auf Stufe B, das ist richtig schön. Also er verzögert doch merklich und gewinnt Energie zurück. Das macht so richtig Spaß, so will ich das. Also das ist so ein bisschen wieder One-Pedal-Driving.
Man kann auch auf D stellen, dann segelt er mehr. Ist aber nicht so meins. Ich bevorzuge irgendwie dieses Verzögern. Das habe ich einfach auch so durch das Tesla-Fahren natürlich, habe ich mir das so angewöhnt. Und das ist viel, viel angenehmer für mich. Aktueller Durchschnittsverbrauch nach 28 Kilometern unterwegs sind 18,8 Kilowattstunden. Es steigt natürlich jetzt. So, jetzt ist nämlich gleich freigegeben. Dann werden wir auf 135 gehen. Wir pendeln uns um die 20 Kilowattstunden ein. Wir sind jetzt 35 Kilometer unterwegs, 20,6 Kilowattstunden und ich habe den Tempomat auf 135 stehen. Geräuschkulisse sehr angenehm, muss ich sagen. Also nicht laut, man hat Windgeräusche, klar, man hat ein bisschen Reifengeräusche. Der Motor ist jetzt auch komplett unhörbar, das ist sehr gut. Auch das Piepen ist weg. Ist er wieder deutlich leiser auf diesem. Ja, der Belag ist, das war das Reifengeräusch, das jetzt ist er wieder lauter. Das Rollgeräusch ist schon deutlich zu hören. Und meine Reichweite liegt jetzt noch bei angezeigten 190 Kilometer. Das heißt, der sinkt doch noch irgendwann mal. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass die Reichweite mal geringer wird. Aber jetzt auf der Autobahn, jetzt bin ich bei 21 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Jetzt merkt man es halt schon, ne? Dass man ein bisschen was verbraucht. Vor allem haben wir... Nee, wir haben jetzt gerade Rückenwind. Also auf der Rückfahrt wird der Verbrauch dann wahrscheinlich höher sein, weil wir dann Gegenwind haben werden. Der gleitet aber auch schön ruhig dahin, ne? Aber ja, der fährt sehr schön angenehm, muss ich sagen. Also das Fahrverhalten gefällt mir echt ausgezeichnet. Ja. Also die Federung ist ein bisschen härter, haben wir gemerkt. Aber so auf der normalen Autobahn, wir haben jetzt ja auch eine Betonpiste, rollt der so schön gleichmäßig dahin. Also schönes Fahrverhalten. Durch das kleine Lenkrad hat man auch irgendwie das Gefühl, dass die Lenkung total agil ist und sofort anspricht. Also das ist schon so ein bisschen wie Go-Kart fahren hier. Ich bin jetzt 44 Kilometer unterwegs, Durchschnittsverbrauch 21,3 Kilowattstunden und Tempo 140 gerade. Jetzt kommt die Sonne auch wieder ein bisschen raus. 11 Grad draußen. Sehr angenehmes Fahren, muss ich sagen. Gefällt mir. Echt klasse. Aktuell sind wir 61 Kilometer gefahren. 22,6 Kilowattstunden Durchschnitt, 130 Kilometer Restreichweite und wir sind gleich wieder in Bremerhaven. Da machen wir dann wieder die Wende und dann geht es aber mit Gegenwind nach Hause. So, wir sind wieder am Wendepunkt angekommen. Jetzt habe ich 75 Kilometer gefahren, also 11 Kilometer mehr als üblich, weil ich ja vom Händler noch nach Hause gefahren bin und habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 21,7 Kilowattstunden. 120 Kilometer Restreichweite wird mir noch angezeigt. Das würde bedeuten, plus die 75 sind das also keine 200 Kilometer, die ich hier gekommen wäre oder kommen würde mit dieser Akkuladung. Aber mal sehen, wie es sich auf der Rückfahrt jetzt entwickelt. Ich bin ja auch relativ schnell gefahren, muss ich sagen. Obwohl die Durchschnittsgeschwindigkeit nur 57 km/h ist, bin ich aber doch eigentlich die meiste Zeit 135 gefahren. Da hat mir halt das in der Stadt, das Rumgegurke, auch durch die Tempo-30-Zone die Durchschnittsgeschwindigkeit ein bisschen verhagelt. Aber sonst bin ich auf der Autobahn doch sehr zügig gefahren, muss ich sagen. Also so würde ich auch mit so einem Auto normalerweise fahren wollen, denke ich. 135 ist eine gute Geschwindigkeit. Es fühlt sich auch viel langsamer an, weil es doch relativ leise hier ist in dem Auto. Und da möchte man eigentlich fast schon schneller fahren. Aber wie gesagt, 150 km/h ist sowieso Ende hier. Dann ist der Wagen abgeregelt.
Also von der Spritzigkeit lässt er hier eigentlich auch nichts zu wünschen übrig. Ich gebe ja gar nicht richtig Strom hier und bin ziemlich zügig hier unterwegs mit dem Auto. Also das macht schon Spaß. Also durch die Größe des Autos und durch diese Agilität ist es wirklich so, dass man sportlicher fährt, als man sonst normalerweise fahren würde. Also ich erwische mich jetzt hier gerade. Ich fahre mit dem Wagen jetzt hier plötzlich irgendwie viel sportlicher als mit meinem Tesla, weil es einfach so ein handliches kleines Ding ist. Das macht total Spaß. So, wir sind auf der Rücktour. 22 Kilowattstunden zurzeit immer noch der Verbrauch. 110 Kilometer Reichweite wird mir nur noch angezeigt. Wir haben jetzt aber noch 65 Kilometer vor uns und bis Goldbach sind es auch noch mal, glaube ich, dann 20 Kilometer. Das heißt, 85 Kilometer müssen wir noch fahren. 110 Kilometer Restreichweite. Sollte es auf die letzten Meter doch noch knapp werden? Ich bin gespannt. Wir sind jetzt bei 90 Kilometer Fahrstrecke und haben auch noch 90 Kilometer Restreichweite bei dem Durchschnittsverbrauch von 22,4. Im Moment fahre ich so zwischen 120 und 130, weil der Verkehr ein bisschen dichter ist und wir natürlich auch Gegenwind haben. Das merkt man auch sofort bei den Windgeräuschen. Die sind jetzt deutlich präsenter als auf der Hintour. Und leider regnet es wieder ein bisschen. So, 100 Kilometer unterwegs, 23,1 Kilowattstunden. Jetzt merkt man halt schon den Gegenwind. Wir fahren 130 im Durchschnitt, beziehungsweise nicht im Durchschnitt, aber ich habe den Tempomat auf 130. Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt für die gesamte Strecke 65 Kilometer pro Stunde. Und wir haben noch 70 Kilometer Reichweite. Wir müssen ungefähr noch 30 Kilometer, 35 Kilometer rund bis zum Rasthof Goldbach, wo wir dann uns anschließen werden an den Lader HPC. 115 Kilometer unterwegs, 23,6 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ja, der Gegenwind, der ist schon ätzend, das merkt man dann auch. Noch 46 Kilometer Reichweite. Oh, ich sehe gerade, jetzt unter 50 Kilometer Restreichweite fängt er an, die Zahlen tatsächlich auf den Kilometer genau anzuzeigen, scheint es. Gerade war noch 50, jetzt ist 46. Wir haben noch locker 44. 20 Kilometer bis zum Lader. Sollten wir aber noch schaffen. Wenigstens ist der Wagen dann schön leer. Dann kann ich mal die Ladekurve aufnehmen. Okay, 135 Kilometer unterwegs und wir haben noch ungefähr 15 Kilometer vor uns und haben auch nur noch 30 Kilometer Restreichweite. Also das wird jetzt richtig knapp dann auf den letzten Kilometern und ist aber eigentlich auch schön, wenn der Akku dann relativ leer ist. Also das dürften dann ja, weiß ich nicht, nur noch ein paar Prozent im Akku sein. Dann kann man mal sehen, wie er sich dann verhält, wenn ich ihn gleich an den Lader anschließe. Also wir kommen jetzt hier doch noch ins Schwitzen. Wir haben noch 16 Kilometer Reichweite und eigentlich noch 10, 15 Kilometer zu fahren. Mal sehen. Ich habe jetzt schon die zweite Batteriestandswarnung bekommen. Habe jetzt dann doch mal auf den Eco-Modus geschaltet und ökologisiere hinter einem LKW her, damit ich das auf jeden Fall noch zur Ladesäule schaffe. Ja, sollte eigentlich klappen, aber es ist schon verdammt knapp, viel knapper, als ich es überhaupt mir vorgestellt habe. Und der Verbrauch ist jetzt zwar wieder bei 22,2, aber trotzdem,
doch nicht so komfortabel, wie ich dachte. Ich meine, 155 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Und am Anfang hatten wir eine Restreichweite von 250, 270 Kilometer. Das heißt, da ist 100 Kilometer Differenz. Gut, ich bin schnell gefahren, 130, 135. Aber trotzdem, ich finde, das ist irgendwie eine Differenz, die hätte ich mir so nicht vorgestellt. So, gleich kommt die Abfahrt, also doch nicht so weit. Wir haben jetzt noch 14 Kilometer Restreichweite und 5 Kilometer dauert es noch. Also sollte komfortabel reichen. Spitz. Aber irgendwie war es dann doch nicht so einfach, wie ich dachte. So, wir sind 161 Kilometer gefahren, von dem Händler bis nach Bremerhaven und hier zum Rasthof Goldbach. Und jetzt laden wir, sind mit 8% angekommen und hatten noch 12 Kilometer Restreichweite. Das war mir dann doch ein bisschen knapp, weswegen ich die letzten 10 Kilometer noch hinter einem LKW rumökologisiert habe. Wir hatten dann, wie gesagt, noch 8% Rest und haben einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 21,8 Kilowattstunden. Das war dann doch weniger als während der ganzen Strecke wegen der letzten 10 Kilometer. Sonst wäre der Durchschnittsverbrauch über 22, eher so bei 23 Kilowattstunden gewesen. Ich bin ja auch sehr schnell gefahren, muss ich zugeben. Ich fuhr eigentlich immer so 130 oder 135. Das ist mit so einem kleinen Auto sicherlich auch vielleicht ein bisschen zu schnell für ein Elektroauto. Dann steigt der Verbrauch einfach. Und der 50 Kilowattstunden Akku ist halt nun nicht so üppig, dass man da jetzt große, weite Strecken mit runterreißen könnte. Also ich würde mal sagen, 200 Kilometer sind mit diesem Auto locker drin. Aber ich bin im Prinzip nur 161 gefahren und dann wurde es schon knapp. Ich hatte aber auch nicht 100% im Akku, sondern wahrscheinlich nur 80%, als ich gestartet bin. Leider sieht man die Prozentanzeige hier nicht. Die kann man auch nirgendwo einstellen. Das heißt, man sieht die Prozente erst, wenn man sich an die Ladesäule anstöpselt oder über die App. So, wir sind jetzt hier fertig, haben auf 80% vollgeladen, waren ungefähr 38 Minuten hier an der Ladestation und jetzt geht's nach Hause. So, das war mein Härtetest vom Peugeot E208. Ich bin, wie gesagt, bei relativ schlechtem Wetter, 11 Grad und ganz schön Gegenwind, 161 Kilometer insgesamt gefahren und habe mit Tempo 135 die Möglichkeiten dieses kleinen Akkus ganz schön ausgereizt.
Der ist mit 50 Kilowattstunden angegeben und meine Ladeversuche am Ionity Charger haben ergeben, dass die nutzbare Kapazität bei 48,5 Kilowattstunden liegt. Und ich hatte jetzt einen Durchschnittsverbrauch bis kurz vor Schluss, wo ich dann langsamer gefahren bin, von rund 23 Kilowattstunden auf 100. Das heißt also eine reale Reichweite von knapp 200 Kilometern auf der Autobahn ist durchaus drin und ich denke mal auf der Landstraße und in der Stadt, da spielt der Wagen doch seine Stärke aus und ist mit 13, 14 Kilowattstunden doch einigermaßen sparsam. Und da kommt man dann wahrscheinlich so 300 Kilometer realistisch. Die Autobahn, ja, man kann es machen, man kann längere Strecken fahren, wenn nicht zu viele Ladestopps dazwischen liegen, denn von 10-80% braucht man schon 35-40 Minuten, wie ich festgestellt habe, und dann kommt man wieder 150 Kilometer. Das muss man wollen, möglich ist es, allerdings für längere Strecken wäre mir das ein bisschen zu langsam, da ist die Reisegeschwindigkeit einfach zu gering. Nichtsdestotrotz finde ich den Peugeot 208 ein sehr, sehr schönes Auto. Es ist allerdings natürlich wieder ein Elektroauto im Verbrennerkleid. Das Kleid jedoch ist ihnen sehr schön gelungen, also die Optik sowohl außen als auch innen, das Interieur gefällt mir echt gut, vor allem das 3D-Display, das ist wirklich mal was ganz anderes, kann ich wirklich jedem empfehlen, das mal sich anzuschauen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem anderen Franzosen, nämlich der Renault Zoe, der 9 mit 50 Kilowattstunden und dem Peugeot E208. Also ich glaube, ich würde den Peugeot nehmen, weil er einfach auf mich viel moderner wirkt. Also das ist ein zeitgemäßes Auto, das Ganze sieht ziemlich schick aus, das Bedienkonzept finde ich gut. Und es ist einfach das sportlichere Fahrzeug, gar keine Frage. Der Preis ist ja bei beiden ungefähr gleich. Also wenn man die Renault, die Zoe nimmt mit einem Bezahlakku, dann liegt man da auch über 30.000, also locker weit über 30.000 Euro. Und hier mit der GT-Ausstattung des Peugeots bei 37.000 Euro, das ist schon eine Menge Holz. Und für die Reichweite ist es auch wirklich kritisch, der Preis, muss ich einfach mal so sagen. In meinem Bauchgefühl würde ich sagen, ist es zu teuer. Aber gut, der Verbrenner kostet nur die Hälfte. Und jetzt ist die Frage, warum kostet jetzt das Elektroauto mehr als doppelt so viel? Der Akku alleine ist es nicht, auf gar keinen Fall. Da langen sie also nochmal ordentlich zu. Auch mit dem Umweltbonus, den man abziehen kann und der Förderung durch den Hersteller, liegt man dann immer noch knapp über 30.000 Euro für diese Ausstattung. Und für die kleinste Ausstattung des Peugeots liegt man dann ungefähr bei 24.000 Euro. Wohlgemerkt mit gekauftem Akku. So, das war also mein Video vom Peugeot E208 und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.